Darf man denn über sowas wie die Anschläge auf Charlie Hebdo, darf man darüber auch Karikaturen zeichnen? Ja, das ist immer diese Fragen, die darf ich, also alle Fragen, die mit darf ich, seit 12 Jahren nach den Mohammed-Karikaturen sind wir immer gefragt worden, darf man das? Wir sagen immer, ja, darf man. Das ist sozusagen, und wir dürfen auch nicht anders antworten, aber dadurch wird nichts wahrer oder dadurch wird nichts, überhaupt keine Antwort gegeben. Wir sind mittlerweile die, oder speziell nach dem Attentat von Charlie Hebdo, wurden die Karikaturisten das Sinnbild der Pressefreiheit. Da sind wir diejenigen gewesen, die auf einmal als kleinste mediale Gruppe, für die sich oft vorher kein Schwein interessiert hat, wo Chefredakteure uns in die Sprechblase reingequatscht haben, wo die Preise für unsere Zeichnung immer weiter runtergegangen sind, da waren wir auf einmal das absolute Sinnbild für die Freiheit der Presse, für die Freiheit der westlichen Welt. Da ist Erdogan nach Paris gegangen, hat sich eingereiht in Je suis Charlie, die ganzen Arschlöcher sind da die Champs-Élysées auf- und abmarschiert mit dem Zeichen. Und wir standen da und haben dann gesagt, das sollen wir sein, ihr habt uns nie beachtet. So, und dann mussten wir jedes Interview geben, darf die Karikatur das machen, darf die Karikatur das? Und natürlich darf sie alles. Ich habe heute einmal, was ein Karikaturist nicht war, ich bin von der Autobahn abgefahren, hemeligen Rhein, bei dieser scheiß Burger-Fritzenbude ist eine Blitzeampel, da bin ich durchgeknallt, haben sie mich geblitzt. Das darf man nicht. Okay, also das mit der Ablehnung von Empörung nach diesem Vortrag nehme ich dir noch nicht so ganz ab, aber okay. Manche sagen so, manche sagen so, jo. Aber Karikaturen sollen ja auch polarisieren, oder? Ja. Doch, ich denke, das ist so eine Urfähigkeit vom Cartoon auch zu provozieren, und das machen die bei Charlie Hebdo. Ich finde sie wirklich fantastisch. Ich finde, sie sind unglaublich plakativ und furios und ungezähmt auf eine Art unglaublich mutig. Also ich kann viel damit anfangen und war auch sehr glücklich, dass ich da jetzt so ein bisschen Anteil haben konnte bei der Mitarbeit an der deutschen Ausgabe. Also das war für mich ein super Erlebnis.